Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Baum. Willkommen zum Minecraft Skype Factory. Und wir müssen gleich wieder Gas geben, was das Baumfällen angeht. Beziehungsweise Laub vernichten. Weil wir wollen diese Folge wirklich endlich die Schere craften. Dafür brauchen wir einiges an Erde. Und ja, ich denke, die Chancen stehen gut heute, dass wir dieses Mal hinkriegen. Ein Erdblock haben wir schon wieder zusammen. Oh, da liegt noch ein Silkworm. Den nehmen wir natürlich auch mit. Oh, jetzt müssen wir gleich wieder auf den riesen Baum hier klettern. Darauf habe ich eigentlich gar keine Lust. Aber das gehört halt dazu. Ein Sapling bekommen. Ja, wenn sich das mal nicht rächt. Ich hoffe nicht, ich denke nicht. Wir haben gerade so einen richtigen Run, ja, dass wir jede Folge wirklich voll beschäftigt sind. Wir haben keine Zeit, uns irgendwie auszuruhen. So macht das Ganze auch ein bisschen Spaß. Hier haben wir schon wieder genügend Zeppelins, um unsere Bäume wieder anpflanzen zu können. Also alles im grünen Bereich. Äpfel kommen auch wieder. Ja, so muss das sein. Autsch, den ersten Schaden, den ich hier gekriegt habe. Ja. Nee, wir machen hier nochmal Erde rein. So. Holz hacken. Laubfällen. Viel mehr habe ich gerade eigentlich nicht zu tun. Aber das ist hier mit das Wichtigste. Oder sogar das Wichtigste. Weil ohne das ganze Laub, was wir hier abpacken, würden wir gar nicht weiterkommen.
ist das auch gut so. Aber ich hoffe, wie gesagt, ich hoffe, dass ich demnächst die Schere habe. Dann wird das Ganze ein bisschen einfacher zumindest. Und dann können wir richtig durchstarten mit Erdproduktion. Ach, da ist auch noch ein Baum gewachsen. Nur gerade eine Laubbrücke. Ey, das muss nachher aber wirklich mal reichen, dass wir genug Steine und Eisen rauskriegen. Nein, ich dachte, es reicht, ich kann rüberspringen. Ah, ich weiß warum. Ich habe nämlich Hunger. Ich weiß gar nicht, ob man hier sterben kann von Hunger. Ich möchte es jetzt auch im Moment gar nicht so ausprobieren. Guck mal, 30. 31 Saplings hat man schon wieder. Da können wir doch nochmal zwei Bäume hinpflanzen. Essen wollte ich. Gut. Na, jetzt saugen die hier in der Nachbarschaft. Ich hoffe mal, das hört man nicht in der Aufnahme. Wäre ein bisschen doof. Und plötzlich der Staubsauger durch die Gegend fährt. Ah, ist schon wieder vorbei. So, noch mal eine. Eine Axt machen. Na. Hallo? Kann man da nicht hochspringen? Ich dachte, das geht. Wo ist die Axt? Da. Freundchen, wechsel dich, bau dich ab. Jetzt haben wir schon wieder über 10 Minuten oder fast 10 Minuten damit zugebracht, hier 4 Bäume abzuholzen. Also so viel Samplings kamen jetzt, so viel Erde haben wir jetzt eigentlich gar nicht gekriegt, glaube ich. Gucken wir mal. Aber wenn man mal betrachtet, dass wir hier angefangen haben mit einem Erdblock und einem Bäumchen, da
so ist das doch alles schon ganz gut. Na, 8 Erzblöcke haben wir. 7. 7? Ah ja, ich habe ja nur 3 angebaut. Klar. Hoffentlich kommen da jetzt viele Steinchen. Oh, nur 2 Steinchen. 3. Da steht irgendwas. 5. Da steht irgendwas von einer 100% Chance bei für 6 Steinchen. Wir haben gerade mal wieder 5 Kabel gedrückt. Karottensamen. Okay. Grassamen. Grassamen ist wichtig, sonst kriegt man nämlich kein Gras. So, ich mach mal hier mein altbekanntes System von Sortierung in die Kisten. Also mit mega viel Glück könnten wir jetzt unser Ziel erreichen. Ja, oder auch nicht. Eine Kohle. Nur eine Kohle. Was ist das? Aluminium oder so. Tin. Alles, was wir nicht brauchen, kriegt man. Jetzt mal die Dinger hier noch rein. Ah, da braucht man ziemlich viele. Vielleicht können wir da auch noch ein paar Äpfel kompostieren. Ich will nämlich das Ziel erreichen. Ja, es mag natürlich jetzt ein bisschen unrentabel sein oder wie auch immer. Aber es geht ja darum, dass wir eine Schere bekommen. Und da muss man einfach manchmal den Weg gehen. Zu gucken, wie ich da am schnellsten hinkomme und nicht zu gucken, was am effektivsten ist. Und so ist es dann, dass wir da eben auch mal andere Sachen reinhauen. Draufhauen. Hm, schon wieder nichts mehr. So, gleich ist die Folgenzeit schon wieder vorbei. Ich finde trotz, dass ich nur so 15 bis 20 Minuten Folgen mache hier. Sieht man doch einen Fortschritt. Und ich gebe mir auch Mühe, das schnell durchzuziehen. Weil hier ewig rumzumachen, darauf habe ich ja selber keine Lust. Da hinten noch gleich ein Bäumchen weg. Aber nicht wieder so ein Riesenteil. So ein kleiner wird es auch tun.
Wobei ich sagen muss, die Riesenbäume sind ja eigentlich gar nicht so schlecht, weil da kommen viele Saplings raus. Hat immer alles seine zwei Seiten. Da ist nochmal. Hey, es gibt so manche Stellen, da wächst ein Baum, glaube ich, besser wie an anderen. Aber das mag natürlich jetzt einfach eine subjektive Meinung sein. Der Baum gibt auch mal wieder ordentlich Saplings. Obwohl er nicht so groß war. Mal gucken wir mal, ob wir das Barrel hier noch voll kriegen. Ich glaube, Springs kann man da auch rein. Heieiei. Den habe ich doch gerade erst gepflanzt wieder. Na, es soll mir recht sein. So. Ich habe mich gerade umentschieden. Wir werden jetzt diese Folge so lang machen, bis wir unser Folgenziel, das heißt eine Schere, erreicht haben. Scheiß drauf, wie lange die Folge geht. Ich habe zwar gleich noch einen Termin, aber das will ich jetzt erreichen. Strings kann man da wirklich auch reinmachen. So, den bauen wir noch ab. Dass da gleich ein Sapling rausfällt. Zwei sogar. Sehr gut. So, dann hauen wir hier die Erde durch. Hoffentlich kommen da viele Steinchen durch. Ups. So, vier haben wir nochmal. Ja, sieben. Sieben ist so eine Sache, da brauchst du hier Geduld. Mann, gib mir doch Eisen. Da kam nichts raus. Ein Eisen. Spruce. Nee, Leute. Das wird, glaube ich, einfach zu lange dauern. Ich muss jetzt noch... Oh, da wachsen wieder so riesen Bäume. Ich muss jetzt noch so viel Zeug... ich habe jetzt gerade mal 4 Broken Iron. Also es wird noch mindestens eine Folge dauern, bis wir uns die Schere leisten können. Es ist schön, dass hier die Bäume wachsen und gedeihen. Ja, aber für heute war es das auch, weil wir sind jetzt bei 20 Minuten angekommen gleich. Und wie gesagt, ich habe jetzt gleich einen Termin. Ich muss jetzt unter die Dusche und dann los. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal irgendwas da, eine Bewertung oder einen Kommentar oder was auch immer.
und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder bei Minecraft Sky Factory. Bis dahin, vielen Dank. Ciao.